so etwas ist einzigartig, ist historisch, diese Mega-Peinlichkeit, was der SPÖ hier passiert ist. Wie kann so etwas passieren? Wir müssen uns auch die Frage stellen, ja, ist das vielleicht schon im ersten Wahlgang passiert? Ja? Auch hier sollte aus meiner Sicht zumindest nachgezählt werden, nicht nur die Online-Stimmen, sondern auch die Briefwahlstimmen. Ja? Das ist ein mega, mega super GAU. Wie will die SPÖ ein Land führen, wenn sie es nicht einmal schafft, 600 oder knapp über 600 Stimmen auszuzählen? Ich glaube, es sind 604 oder 605 Stimmen. Ja, eine wirklich peinliche Sache. Michaela Kubesa hat aber erwähnt, okay, den Parteitag will man nicht wiederholen. Wie hoch sehen Sie die Chance, dass man vielleicht wirklich die ganze Mitgliederbefragung nochmal neu aufzieht? Naja, man sollte es zumindest kontrollieren, was ist in dieser Mitgliederbefragung, die ja per Brief stattgefunden hat, beziehungsweise online stattgefunden hat. Was ist daraus gekommen? Die Ergebnisse waren ja hier sehr knapp. Darf ich erinnern, Hans-Peter Doskozil hatte die ja gewonnen, ja, gefolgt dann von Andreas Babler und dich gefolgt von Pamela Rendi-Wagner. Pamela Rendi-Wagner ist um unter 200 Stimmen hinter Babler gelegen und gesamt, glaube ich, war zwischen Doskozil und Rendi-Wagner rund nur um die 2000 Stimmen Unterschied. Also wie gesagt, das war ja die große Überraschung, schon quasi diese zerrissene Partei hier zu sehen. Aber nochmals, es kehren jetzt auch hier weitere Fragen gestellt. Nicht nur, wie kann das passieren? Es gibt eine Wahlkommission in jedem Verein, egal, in jedem Jugendverein, in jedem Studentenverein lernt man, und es sind ja doch sehr viele Österreicherinnen und Österreicher in diversen Vereinen, da gibt es auch Vereinssitzungen, wie man Wahlen durchführt, wie man die auszählt. Ja? Und eine staatstragende Partei, ich sage dazu eine ehemalige staatstragende Partei, wie die SPÖ, schafft es einfach nicht. Also, dann gibt der Herr Doskozil, weil er natürlich davon ausgegangen ist, dass er das gewonnen hat, dann schon die Interviews, stellt die ersten Weichen, schließt eine Koalition mit der FPÖ aus, ist sehr kritisch, beziehungsweise schließt auch eine Koalition mit der ÖVP aus, geht ins ZIP-2-Studio und. Also all das ist ein mega super GAU. Wie soll die SPÖ regieren, wenn sie nicht einmal einen eigenen Parteitag durchführen kann? Und die Frage hat sich noch zu stellen in Wirklichkeit, nämlich wurde hier manipuliert, ja oder nein?